Ja, wir berichten hier ja regelmäßig über den Hyperloop von Elon Musk. Jetzt gibt es Neuigkeiten in diesem Bereich, denn ein Staatskonzern in China will einen eigenen Hyperloop entwickeln, der mit, Achtung, 4000 Kilometern pro Stunde rast. Der Name Hyperflight. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zu dieser krassen Idee. Wie genau soll diese Transporttechnik funktionieren und wie realistisch sind die Pläne aus China? Das alles und noch viel mehr natürlich jetzt im Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Zunächst mal sollen die geplanten fliegenden Züge in einer luftleeren Röhre mit 1000 Kilometern pro Stunde wichtige Städte in China verbinden. Passagiere könnten dann in 30 Minuten die 1100 Kilometer von Peking nach Wuhan zum Beispiel in Zentralchina reisen. Doch schon in naher Zukunft sollen dann auch internationale Trassen entstehen mit unglaublichen 4000 Kilometern pro Stunde. Soll das Projekt Hyperflight dann in Richtung Westen und auch nach Europa ausgebaut werden. Das alles melden die staatliche Nachrichten Agentur Xinhua und die Zeitung China Morning Post aus Hongkong im vergangenen Jahr. Der Plan kommt von Chinas staatlichem Raumfahrtkonzern China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC. Demnach sollen mehr als 20 chinesische und internationale Forschungsgruppen an diesem Projekt arbeiten und in China werden solche Entwicklungen mit viel höherem Druck vorangetrieben als im Westen. Hier muss Elon Musk ja sie sogar zum Teil gegen Widerstände durchdrücken. Ja, 4000 Kilometer pro Stunde, das ist schon echt der absolute Wahnsinn. Stellt euch mal vor, die Höchstgeschwindigkeit vom Airbus 380 liegt bei 1020 Kilometern pro Stunde und die der Boeing 787 bei 954 Kilometern pro Stunde. Die Transporttechnik soll wohl ähnlich wie beim Hyperloop von SpaceX-Chef Elon Musk funktionieren. Darüber berichten wir hier ja regelmäßig. Der würde bei den angeblichen Höchstgeschwindigkeiten von 4000 Kilometern pro Stunde dann allerdings wirken wie ein Bummelzug. Genau wie der Hyperloop soll der Hyperflight in einer weitestgehend luftleeren Röhre unterwegs sein, sodass der Luftwiderstand reduziert wird oder fast keine Rolle mehr spielt. Dadurch, dass sich der geplante fliegende Zug per Magnetschwebetechnik fortbewegt, entsteht keine Reibung. In dem offiziellen Statement des technischen Leiters Mao Kai heißt es, Hyperflight wird die Transportzeit zwischen Städten verkürzen, Witterungseinflüssen trotzen und den Verbrauch fossiler Brennstoffe vermeiden. Er repräsentiert die Zukunft der Transporttechnologie. Der Beschleunigungs- und Bremsvorgang sei darauf ausgelegt, dass die Passagiere es ohne Probleme aushalten. Doch das Projekt wirft zahlreiche ungelöste Fragen auf. Wie kann man diese Technik erdbebensicher machen? Wie lässt sich die Sicherheit der 1000 und mehr Kilometer langen Vakuumröhren sicherstellen? Wie lässt sich ein dermaßen schneller Zug schnell und sicher abbremsen? Zu diesen Fragen und anderen technischen Schwierigkeiten allerdings gibt es keine offiziellen Aussagen. Die Pläne sind also bislang mehr als vage. Die Chinesen selbst jedenfalls äußern sich auf sozialen Plattformen durchaus kritisch, denn darüber haben wir ja auch schon berichtet. Chinas Städte sind vollgestopft mit Autos, man kommt kaum voran und der Smog führt zu einigen Todesfällen. Deswegen fragen sich viele, ob es nicht andere drängendere Baustellen in den staugeplagten Städten gäbe. Könnte die Regierung zuerst mal Ideen entwickeln, um die nervige Stausituation zu lösen? Ich brauche eine Stunde, um von der 5. zur 3. Umgehungsstraße zu fahren. Ja, das heißt so in einem User-Posting aus Peking. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und Themen wie dieses hier vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der... Genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Hyperloop Rekord durch deutsches Team. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.